The Talisman of Earth is guarded by a foreign mages sect known as the Hand Brotherhood. They reside in a compound of huge towers where they practice their arts of earth, air, fire, and water. The talisman is likely kept in the Earth Tower, but there's little chance it'll be that simple. No doubt the talisman is heavily guarded and probably protected by magic. But mages love to write everything down. I should stumble on something useful about their precious trinket. I bribed some servants to get me a map of the common grounds, best I could do since only the mages are allowed in the towers. I'll enter the courtyard just outside the central keep entrance. Once inside, I'll need to move quickly to find the talisman. I wouldn't last long in a fight against the mages. Und damit wieder herzlich willkommen bei Dark Warject. Wir sind in der Mission The Mage Towers, also die Magiertürme. Kann man so sagen. Ja. Wir sollen den Talisman, also den Erdtalisman auf gut Deutsch finden. Und ihn klauen, ganz einfach. Ein bisschen Loot holen und. Ja. Wird schon. Würde ich meinen. Wir nehmen. Moospfeiler. 5 Stück. Davon welche. Und wie immer die guten Wasserpfeile. Ich denke mal, was anderes werden wir nicht brauchen. F11. Wir starten. Und gucken uns jetzt hier nochmal das an. Das Cover's Location. Okay. Hier sind. Okay, wir sollen eine Brille klauen. Emmy der Young noch zusätzlich, keinen töten und 1800 Loot klauen. Ich glaube, wir gucken uns erstmal die Karte an. Wir sind am Haupttor. Wir haben einen Lufttower, einen Feuertower, also Feuertower, Erdturm und Wasserturm. Die Bibliothek und der Zentralturm ist in der Mitte. Ich wette, der Erdtalisman ist da. Da ist einer. Na komm ran. Oh. Ich habe voll vergessen, dass mein Stuhl so eingestellt ist, dass ich mich nach hinten kippen kann gerade. Und das hat mich gerade sehr verwirrt. Du siehst nach Magier aus. Ah, der hat böse Augen. Ich kann sagen, ich konnte ihn gerade irgendwie nicht nehmen. So, du bleibst da liegen, bitte. Das ist schon mal nett gemacht hier. Okay. Ich kenne das Level hier gar nicht. Ich kann hier absolut nichts sagen. Einfach aus dem Grund, weil das genauso wie die Diebesgilde eins der Versionen ist, die erst mit der Gold-Variante ins Spiel kam. Und ich nicht. Ich höre hier noch Steps, das ist nicht gut. Das war knapp. Der hat ihn ja fast gesehen. So, wir haben jetzt 2 Keys und einen gelben Key. Okay. Werden wahrscheinlich, denke ich mal, für diese Seitentürme wahrscheinlich verschiedene Farben sein und. Also, kann ich mir das so vorstellen. Ich habe gerade das Thema vergessen, worüber ich reden wollte. Naja, ist halt so. Ach, dieses Summen. Wo bin ich jetzt? Hier. Wahrscheinlich war ich gerade hier im Erd... Nee, im...
R-Bereich, wahrscheinlich für das, der weiße Schlüssel, oder das ist ein allgemeiner Schlüssel, das kann auch sein. Na egal. Wir bekommen das hier schon hin. Genau, Gold. Die Gold-Version von Thief. Hey. Konnte ich nur bedingt spielen. Und da wollte ich sagen, Thief, oder Thief's Guild. War auch ein so Level, die erst mit der Gold-Variante kam. Und genauso das hier. Wir sollen ja die Talismane holen. Talismane? Talismane? Egal. Zumindest war es so, in der Original-Thief-Variante für... Wir dürfen den nicht töten, das ist doof. Something there. Drehst du dich jetzt nochmal in die andere Richtung? Komm in die andere Richtung. Ich liebe dieses Pfeifen von denen. Und genau, die Talismänner sollen wir erholen. Und in der Original-CD-Version war es so. Ah, genau. Lufttau. Dann gehen wir vielleicht mal da rein, wenn wir den Schlüssel schon haben. Man hatte zwei Level, in denen man die Talismane holen musste für die Kathedrale. Und mehr nicht. Und erst mit der Gold-Version hat man sozusagen die zwei Level auf vier Level. Naja, hat halt das Spiel ein bisschen gestreckt. Was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde. Aber, ob es nötig gewesen wäre, ist was anderes. Die werden hier wahrscheinlich genauso patrouillieren. Das sind die Feuerdudes wahrscheinlich. Wind blows, fire burns, earth shakes, water flows. Das stimmt wahrscheinlich. Also gebe ich dir recht, ja. Bis jetzt habe ich nicht viel Gold gefunden. Und das nervt mich im Mühe. Hier wird es wahrscheinlich auch so einen Typen geben, der rumpatrouilliert, denke ich mal. Der hat auch Gold rumliegen. Hier haben wir Money. Und das hier müsste dann der Air Tower sein. Nun ja, dann gucken wir mal hier rum. Vielleicht haben die auch andere Schlüssel. Ich weiß es nicht. Da ist einer. I shall walk the path to my return to the eternal fire. Oh. Intruder! Help! Help! Ah! Leckt mich. Er war geblendet. Er war geblendet. Ihr habt's gesehen. Ey, das nervt mich schon wieder. Ich kann doch jetzt hier raus. Ich weiß jetzt nicht, welche von den... All is not still. So. You cannot change my destiny. Hat mich einer gesehen? Ja, ich habe die Untertitel angehabt, extra genau deswegen. Hey, where'd you come from? Hey, du bist blind. Sag doch einen Ton. Naja, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee zum Morgen. Lecker Kaffee. Aus einem guten Vollautomaten. Oh, Money, Money, Money. Money ist sehr gut. Steht da oben vielleicht auch noch was? Ja, super. Und da?
Ah. Ja, Money. May wisdom guide you on your journey, fallen one. You cannot hide from the inevitable. Someone making noise? Let the darkness take you. Okay. Komische Boys. Er klingt auch wie unten. Also haben wir dann auf gut Deutsch innerhalb von 10 Minuten ein paar die Gärten geräumt. Da muss ich halt nur aufpassen, weil ich jetzt keine Blitzbomben mehr habe. Und jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. A mystery presents itself. That's right. Ich muss mal ganz kurz das Mikrofon verstellen. So, mein Arm hält hier gerade nicht. Hey, ich hoffe, ihr hört das nicht. Dieses Bewegen, es wäre doof. Why are the handmaids the only ones allowed in? Why won't they allow us into their towers? We're here to keep a watch on the commons and to deal with mundane threats. The mages can protect themselves. But what with all the secrecy? Even the servants ain't allowed there. These wizards trust anyone? I found it best not to ask questions. The gold they give me answers all the questions I have. Das ist eine sehr löbliche und sehr gute. Variante. Drehst du dich um? Ich kann es nicht sagen. Zum Glück gibt es in dem Spiel keinen Schattenwurf. Das wäre schlimm. Ich glaube, sonst wäre hier vieles gar nicht möglich. Ach, hier steckt der Schlüssel schon. Das ist der Wasserturm, wenn ich richtig, genau. Okay, wir haben es in den Wasserturm geschafft. Meine guten Freunde. Irgendwie schwimmt alles an der Seite und es macht natürlich ultra viel Lärm. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie nicht so ordnungsgemäß aus. Ja, okay. Oh! Der Erdkey. Der liegt hier einfach so rum. Ja gut, an sich eine coole Variante, etwas zu schützen, ja. Also wenn ich das... Wenn man jetzt irgendwas versteckt haben möchte. Ich glaube, eine ganz geile Idee. Oh, ich habe gerade gedacht, ich finde die Tür wieder nicht. So. Ah, cool, was die so mit Magie gemacht haben. Also, ich finde cool, dass man diesen Magie-Part hier sehr gut mit eingebracht hat. Hat was. Oh, das Geräusch ist geil. Dann jetzt auf dem Weg zum Erdtower. Der müsste ja auf der linken Seite sein. Wir müssten also da lang. Wegen Wachen müsste ich mir in der Theorie keine Sorgen machen oder irgendwelchen Magiern. Zumindest in. Also außen. Weil ja alle von mir niedergeknüppelt wurden. Was mir irgendwo leid tut, aber ich meine. Was willst du machen? Hätte ich gedacht, dass wir so schnell den Erdkey bekommen und wir mitbekommen habt. Oh, da ist einer. Wir dürfen nicht töten, ne?
Ja, Talisman. There is a disturbance. Nö. Nothing. Ich weiß nicht, ob die doppelt. So, Cool Earth wraps tightly around us. Constrictive rains of tower tunnels. Chaos beating heart of grinding rock. Okay, okay. Also, das hat sich bestätigt. Es gibt auch intern Moospfeil und Heiltrank. Super! Magier. Das hört sich über uns an. Ich komme hier über eine Stufe nicht rüber. Kann ich mit... What vision disturbs me? It was a false vision. Okay, okay, das sind mehrere. Wind blows, fire burns, earth shakes, water flows. Okay, It was nothing. What did do not flee? Ich mache gar nichts. Toll. Jetzt müssen wir warten, ob die uns wiedersehen. Do you see death in the darkness? Ich würde nicht sagen, dass Dunkelheit Tod bedeutet. What vision disturbs me? I have eternity to seek you out. The wind has deceived me. Wenn der Typ gleich wieder rumrennt, der obere hat mich ja schon gesehen. Ob das so gut ist, ist eine andere Sache. Zumindest unter mir ist die Tür. Dann warte ich, bis er die Ecke geht und dann renne ich schnell hinterher und klopp ihm auf den Kopf. So, BUM! Junge! Er müsste mich dann da wahrscheinlich wieder sehen. What vision disturbs me? So. Er dürfte mich in der Theorie nicht sehen. Und die Leiche auch nicht. Wenn er über mir ist, könnte ich ja versuchen, hinter ihm hochzuklettern. So machen wir das bei uns im Osten. Ah, Gott. Das wäre so fadig gewesen, wäre es jetzt kein... Wir haben gar nicht so viele... Pfeile, ja. Ah. Schwierig. Oh, Moospfeil. Very good. Very good. Kommt er hier lang? Ja. Ja, ich warte mal lieber. Nicht, dass er jetzt hier rechts lang kommt und dann was voll mit irgendwelchen Zaubersprüchen gegen den Kopf bekommen. Ich weiß nämlich nicht, wie schnell das hier funktioniert. Ich möchte es persönlich nicht herausfinden. Uh.
Also die bringen anscheinend noch eine Audio-File, der nicht abgespielt wird. Was ich irgendwie ultra interessant finde. Ich glaube, wir sind ganz gut damit, wenn wir erstmal nur den Erdtalisman holen. Wo ich glaube, das ist egal, welche Reihenfolge wir machen, aber zumindest. Ja, die zentrale Bibliothek und die müssten ja irgendwo dann in der Nähe da auch sein. Also in Mitte des Gebäudes, denke ich mal. Es wäre sonst Schwachsinn. Hey. Boom, Junge! Ich weiß nicht, ob die grüne Augen haben oder einfach nur eine Brille auf dem Kopf. Ich würde. Ersteres persönlich cooler finden, hätten die so eine coole Brille auf. Okay. Okay. Wo bin ich denn hier? Das wirkt wie der Mittelturm. Aber wir sind doch gar nicht im Mittelturm, wir sind doch im Erdturm. Das heißt, das hier ist der falsche Weg in Anführungszeichen. Immer mit Absicht in Anführungszeichen. Und es geht hier noch höher. Es muss hier irgendwo noch höher gehen. War nicht hier eine Treppe? Genau. Also im Turm muss es anscheinend noch ein bisschen nach oben gehen. Genau. Hier sind noch Steps. Und die andere Tür wird wahrscheinlich dann dafür da sein, um in den Mittelbereich zu kommen. Also ich denke mal hier, wir haben ja hier diese Streben rüber, die gar nicht eingezeichnet sind irgendwie. Oder die hier, ich weiß es nicht. Zumindest hier wird es wahrscheinlich diese Wege geben. Oder hier, so rüber. Something is amiss. Sweet silence returns. Weißt du? Aber wisst ihr, was ich auch nicht verstehe? In anderen Missionen, da haben die dich gehört innerhalb von wenigsten Sekunden. Nur ein paar Steps und Tür. Du bist unbewaffnet. Ja, klar. Sehe ich zwar nicht so, aber wenn du mir das versuchst zu verklickern. Hier geht's noch weit. Oh, krass. Hier ist die Frage, kommt er runter? Oder nicht? Wollen wir testen? Ich kann ja schnell laden machen. Sicher. Wenn die schon mal einmal alarmiert sind, ist es schwierig, finde ich. So. Ah, da. Aber waren hier zwei oder war das nur einer? Das Ding ist, wenn mich einer sieht, müsste ich wegrennen. Darauf habe ich keine Lust. Wind blows. Is this a vision? Do not flee. Oh! May wisdom guide you on your journey, fallen one. You cannot. He has returned to the shadows. Ja, das habe ich versucht zumindest. Kann man Waffen wegnehmen? Oh fuck. You cannot hide from the inevitable. Oh, bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Bitte, ich will nicht sterben. Bitte.
Also ich muss sagen, dieser Pilz da in der Mitte ist schon sehr, ja, leuchtend. Und jetzt sieht er mich. Ich werde, oh mein Gott. Ich mache hier mal ein extra Save. Your corpse shall feed the earth. You cannot change my destiny, thief. Schaffst du's? Hallo. You. I failed to find the intruder. Hey, ich habe einen Pfeil bekommen. Und ein Rope Arrow. Ein Arrow. Okay. Ist hier irgendwas? Was? Das ist so dunkel. Warum ist das hier so dunkel? Also hier sind wir hergekommen. Da drüben ist nichts. Soll ich das eigentlich mal für euch heller machen? Achso, das ging anders, ja? Geht das hier noch? Nee. In dem anderen. Ich weiß nicht, ob das so reicht. Seht ihr mehr? Es nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Die Parkour-Künste. Das können nicht alle, ne? So, also wir sind jetzt in der rechten Version. Und haben einen Schlüssel bekommen. Den Luftkey geht klar. Hä? Warum hat das jetzt vorher nicht funktioniert? Na egal. Ich versuche mal jetzt, es so weit wie möglich dahin zu schießen, dass wir vielleicht sogar den hier mit nehmen können. Und ich weiß nicht jetzt, wo es hier lang geht oder hingeht. Was ist denn das da unten? Pfeile. Very good. Okay, das ist so hoch, dass man da nicht hochkommt. Diese Seilpfeile sind sehr praktisch. Und wir kommen auch später. Ich weiß nicht mehr, ob es in Teil 1 ist, in Thief. Oder im Teil 2, also Metal Age, gibt es Efeu-Pfeile. Die ich ganz geil finde, weil man die nämlich an metallenen Oberflächen wie Gittern schießen kann. Ich glaube, das war Teil 2 erst. Toll. Wow. Das hat sich also nicht gelohnt. Nun ja. Die fand ich ganz geil, weil die irgendwie auch günstiger waren, glaube ich. Zumindest, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ich hätte so gern eine Blitzbombe halt gehabt. Jetzt muss ich halt aufpassen, dass der Penner mich da unten nicht wegnippt. You cannot change my destiny, thief. Ah, ich kann meins ändern. Doch, siehst du doch, wie ich es kann. Okay, also Erdturm und Wasserturm hatten wir. Weil man irgendwie in den Wasserturm einfach so kam, weil sie den Schlüssel stecken gelassen haben. Sollte man mal drüber nachdenken. Falsche Richtung, daher kamen wir, das weiß ich noch. Da ist einer. Hier geht's runter. Ey, das ist so verwirrend. Also ich find's echt strange, dass diese Türme. Ich dachte gerade, ich höre noch jemanden. Nee. Hier. Dass das so verwinkelt ist. Ich meine, das sind nur ein paar Türme. Da will ich gar nicht wissen, wie. Oh. Wisst ihr, worauf ich jetzt schon keinen Bock habe?
Oh, oh, nein, nein. Oh Gott. Auf den, Feuerturm. Wenn der Erdturm schon so ist hier, ne? Will ich nicht wissen, wie der Feuerturm ist. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt hier einen Cut machen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin.